Hallo Away, wir sind wieder hier im Paradies, dort wo ich bin, schon immer war und immer sein werde. Heute ist Montag, der 28.06.2021. Der Mond ist im Steinbock, die Sonne ist im Zwilling. Ich habe heute die Karte gezogen, kristallin weißes Licht. Das allsehende, allwahrnehmende, klare Licht der Nacht. Arbeite mit Kristallen und Träume und Visionen in den Rauhnächten deutlicher wahrzunehmen. Kristalle verstärken das kristallinweiße Licht der Sonne hinter der Sonne. Das Urlicht. Wähle einen kleinen, reinen Kristall, den du für die restliche Zeit bei dir trägst. Schaue abends vor dem Einschlafen in den Kristall und stelle dir dabei vor, wie sich in ihm ein Auge öffnet. Halte diese Vorstellung so lange wie möglich. Es fördert deine Klarträume und Intuition. Wenn der Kristall bei dir ist, speichert er die Energien. Wenn diese vorbei sind, kannst du dich über den Kristall immer wieder mit deinen Visionen und Träumen verbinden. Wenn sie nicht gut sind, reinige den Kristall unter klarem, fließenden Wasser. Klarheit, Wahrheit, Reinheit, das Licht der Einheit kommuniziert mit mir. Ich sehe klar und vertraue auf mich selbst. Dankeschön. Heute am 28.06.2021 und erlöse uns von dem Bösen. Es kann so oder so aussehen. Ihr Unterbewusstsein hat Ihnen selbstverständlich das Richtige vorgezeigt, einen Spiegel vorgehalten. Sie suchen das Göttliche, sind vielleicht auch schon ein spiritueller Mensch und streben nach geistigen immateriellen Werten. Ragt das Dreieck, die Pyramide, jedoch schon in den anderen Kreis oder ist nur im oberen Kreis, berühren sie bereits den Himmel und dessen Gesetze. Das materielle Streben ist zurzeit vorrangig, nimmt ihre Gedanken, Gefühle, ihre Zeit gefangen. Verwurzelt sie auch mehr und mehr mit der Welt und deren Geschehnissen. Sie lassen sich ganz und gar gefangen nehmen von Besitz und besitzen wollen und sympathisieren mit der anderen Seite, dem Himmel entgegengesetzt. Sie sind beides, doch tendieren zu erstens oder zweitens. Die Größe des Dreiecks zeigt, wo Sie in Ihrem Leben, in der Gesellschaft, in der Familie, beruflich oder sozial stehen oder stehen möchten. Es steht für Erfolg, Misserfolg, Ego, große oder kleine Persönlichkeit. Überschätzen Sie sich vielleicht? Nehmen Sie sich zu wichtig? Spüren Sie ein Unbehagen? Weitere Anregung zur Vervollständigung Ihres Selbstbildnisses. Füllt Ihr Dreieck den ganzen Kreis aus? Sie nehmen sich wahrscheinlich sehr wichtig und halten sich für nicht ersetzbar. Sie stellen sich gerne in den Mittelpunkt und Vordergrund. Ist das Dreieck klein bis winzig? Es fehlt Ihnen an Selbstbewusstsein und Sie sind wahrscheinlich gewohnt zu gehorchen.
Ihre Persönlichkeit ist vielleicht klein und winzig. Ist das Dreieck proportional gut ausgerichtet? Sie stehen vielleicht gerade mitten in Ihrem Leben, mit einer guten Portion Selbstsicherheit und Selbstzufriedenheit. Steht das Dreieck dicht am Kreisrand und berührt ihn vielleicht? Sie werden an den Rand der Gesellschaft, Familie, gedrückt und oder im beruflichen Weiterkommen behindert. Das zweite Dreieck gilt für den Partner. Wie ist das proportionale Verhältnis? Sind die Dreiecke gleich groß oder gleich klein? Überragt eines das andere? Drängt das eine das andere an den Kreisrand? Oder aus welchem Material bestehen sie? Das erste, das zweite, aus welchem Holz sind sie geschnitzt? Sie werden immer transparenter, denn ihre Seele hat sie schon längst erkannt und durchschaut. Überprüfen Sie Ihre Dreiecke anhand folgender Adjektive: durchsichtig, undurchsichtig, trübe, dunkel, hell, hart, weich, nachgiebig, fest, fragil, haltbar, beständig, vergänglich, elastisch, durchlöchert. Gleiche Seitenflächen, innen und außen gleich, fremd, vertraut, glänzend und schillernd, porös, luftig, muffig, wässrig. Dankeschön.